Wir fragen heute die Leute auf der Straße, welchen dieser beliebten Herrendüfte sie am liebsten mögen. Und wir fragen sie, was ihr jeweiliger ausgewählter Duft auf 100 Milliliter kostet. Wir sind hart gespannt, let's go! Dann gebe ich euch den ersten mal rein. Den zweiten hinterher. Den ersten fand ich besser. Okay, der dritte. Ist auch gut. Und der letzte. Eins oder drei? Eins. Ich fand den ersten besten. Du fandst den ersten am besten? Ja. Okay, und du eins oder drei? Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest für einen Mann, welchen würdest du gerne riechen? Am Mann. Drei. Der dritte? Ja. Dann gebe ich euch mal den ersten. Gib dir den zweiten schon mal hinterher. Aha. Den dritten? Noch bin ich beim ersten? Ja, ich bin beim zweiten. Und der vierte? Oh, jetzt bin ich beim letzten. Hat sich das geändert? Der ja. Letzte hat es rumgerissen. Der letzte. So leicht süß, aber ja. Auch ein bisschen hölzern. Hölzern? Ja, leicht. Also für euch beide die Nummer 4. Die gefällt euch am besten? Okay. Das ist der hier? Ja. Ja. Ja? Okay, ja. Dann gebe ich dir den ersten. Der zweite. Der dritte. Und der vierte. Der zweite gefällt mir am besten. Der zweite gefällt dir am besten. Dann gebe ich euch mal den ersten rein. Und riechen. Und der zweite. Noch der dritte. Und Nummer 4. Welcher gefällt euch denn für den Herren am besten? Dritten. Der dritte? Ja. Okay. Dritte oder der vierte? Der zweite, der hat nicht so intensiv gerochen. Ja. Der erste hat noch gerochen, aber ich glaube auch der dritte oder der vierte. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen 3, warte, ich nehme mal, und 4, welchen würdest du auswählen? Ich glaube den vierten. Der vierte. Also einmal Nummer 3 und einmal Nummer 4. Ja. Dann gebe ich euch mal den ersten. Dann gebe ich dir den zweiten schon wieder her. Ja. Selbstgemachte Düfte? Nee, nee, nee. Von einer bestimmten Marke. Schön, die alle. Das kann sein, ja. Okay, der kommt mir gleich. Okay, interessant. Ja. Wirklich? Nee, nee. Ah, daran erinnert er mich. Gut zu wissen. Ja. 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 Und jetzt, was müssen wir machen? Was gefällt euch für einen Mann am besten? Genau, welcher gefällt euch? Okay. Nochmal riechen? Ja. Okay, also der riecht süß. Ja. Schlecht. Okay, ich glaube, der erinnert mich ein bisschen an Richie. Okay. Ich kann auch Patch nehmen. Ja. Ich glaube, ich würde das auch machen. Der riecht sehr frisch. Also den finde ich jetzt am besten. Der gefällt dir am besten? Ja, das ist der zweite. Okay. Ja. Ja, okay. Was sagst du? Welchen würdest du am ehesten selber tragen? Ja. Die beiden? Ja. Und, wenn, sind aber alle gut. Wenn du dich jetzt zwischen denen entscheiden müsstest, das waren ja deine Favoriten, welchen würdest du jetzt persönlich tragen? Ich glaube, den hier. Der da? Das ist auch der zweite. Dann gebe ich den ersten. Ist gut. Ja, zweite. Der dritte. Und der vierte. Welchen würdest du am ehesten selber tragen? Hier den. Der vierte? Ja. Gebe ich euch mal den ersten rein. Das ist gut. Der zweite, den gebe ich dir schon mal hinterher. Ja. Das geht mir mit Vanille fraulich. Der dritte. Der ist was für dich. Und der vierte.
ist auch gut. Alle gut. Alle gut. Okay. Welcher? Nein, mein Favorit ist hier da. Der, welchen hast du denn da? Der zweite gefällt dir am besten, ja, für einen Mann? Okay. Meiner ist, ich glaube. Der? Ja. Doch, das war, oder das war der, welcher war der erste? Das war der erste. Wenn du dich der entscheiden müsstest, der da, ja, das ist der dritte. Dann gebe ich euch meinen ersten rein. Gebt den zweiten direkt schon hinterher. Mhm. Ja, gerne. Der dritte. Und der dritte. Wir müssen alle reden. Ja, ist schwierig. Hast du den vierten Schlamm gebraucht? Achso, genau, den müssen noch. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Schwierig, aber für einen Mann, wen, welchen würdest du an ihm am besten sehen? Ihr seid doch ein Pärchen, ne? Ja, ja, genau. Ich glaube, den zweiten oder den dritten. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich hätte auch den dritten gesagt. Also du, dir gefällt der dritte am besten? Ich hätte den dritten gesagt, ja. Okay, also wenn du dich entscheiden müsstest zwischen dem dritten, aha, und dem zweiten, welchen würdest du an ihm sehen? Hat nicht so stark, aber ja, ich glaube, dass er, und das würde sogar, das würde ich selbst sogar. Okay. Ich glaube, ich glaub, der hier. Also bist du dann auch für den dritten? Ja. Und du warst auch für den dritten? Ja. Also zweimal Nummer drei, das passt ja. Dann gebe ich dir gerade den ersten. Okay. Der zweite. Ja, der ist auf jeden Fall milder. Ja. Der dritte. Und der vierte. Ich muss ganz ehrlich sagen, der erste, der hat am stärksten gerochen. Ja. Und wobei der letzte, finde ich von der Duftnote eigentlich angenehmer. Also wäre der letzte auch der, den du am ehesten tragen würdest? Ja. Dann gebe ich euch den ersten rein. Nicht schlecht. Der zweite. Ja, das ist nicht meins. Okay. Das ist zu süß. Ja, der dritte. Mhm. Und der vierte hinterher. Nee, das ist zu frech. Erste oder dritte? Der erste oder der dritte? Ja. Dann gebe ich dir mal gerade den ersten und den dritten. Wenn du dich entscheiden müsstest, welchen würdest du an einem Mann am besten finden? Den. Der hier, das ist der erste, okay? Ja. Perfekt. Und welcher würde dir am besten gefallen? Der erste und der vierte. Okay, dann gebe ich dir nochmal den ersten. Ich glaube, das war der vierte. Genau. Wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest du an einem Mann bevorzugen? Oh, die haben beide was. Ich glaube tatsächlich den hier. Der hier, das ist ja auch der erste? Ja. Okay. War das auch der erste mit dir? Ja. Dann haben wir zweimal den ersten. Okay, dann gebe ich euch gerade den ersten rein. Ja. Der zweite. Boah, ich vergesse gleich alle. Du kannst auch nochmal nachrichten, das ist kein Problem. Der dritte. Ich glaube, ich kenne jetzt schon mein Favorit. Und der vierte. Wenn ihr euch für einen Mann entscheiden müsstet, welchen würdet ihr empfehlen? Drei. Ja, drei? Eins oder drei. Ja. Okay, also bist du auf jeden Fall für drei? Ja. Okay, und du bist für eins oder drei? Wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest du lieber an einem Mann riechen wollen? Ich glaube, den dritten. Der dritte? Ja. Was schätzt ihr auf 100 Milliliter, was der kostet ungefähr? 20 Euro. Vielleicht so 25, 30 Euro. 45. 110 Euro. Also 20 Euro. 20. 56 Euro. Okay, das ist konkrete Angabe. Ja. 25 Euro. Also ich würde jetzt einfach mal 80 Euro sagen. 80 Euro. Ja, okay. So 86, 87. Ich würde sagen so 40. So grob. 5 Euro? 80 Euro. 80 Euro, okay. Ja, so 100 Euro. 150?
60. 60 Euro? Ich sag 89. Ich würde zwischen 50 und 80 Euro jetzt mal tippen. Okay. Ja. Ich hätte auch gesagt so 70 bis 90 Euro. Der kostet auf 100 Milliliter 190 Euro. Also das ist ein teureres Stückchen. Der dritte und der vierte, die kosten beide 190 Euro. Der kostet 150 Euro auf 100 Milliliter. Und das ist der Pegasus von Parfums de Mali. Die kosten beide 190 Euro. Oh. Ja. Und sind von Parfums de Mali, falls ihr die Marke schon mal gehört habt. Also der liegt bei 150 Euro und der liegt bei 190 Euro. Oh, stark. Der kostet, das ist der dritte, 190 Euro. Okay. Und ist von Parfums de Mali, falls ihr das kennt. Der kostet 190 Euro. Okay. Und ist der Percival von Parfums de Mali. Der kostet 190 Euro auf 100 Milliliter. Ja, der ist ein bisschen heftig. Und das ist von Parfums de Mali, wenn ihr den Namen kennt. Der Sadly. Der liegt bei 190 Euro. Und das ist ein Parfums de Mali, findest du, wenn du die Marke kennst. Nee, sag gar nichts. Der liegt bei 190 Euro. Oh ja, und das ist von Parfums de Mali, wenn ihr das kennt. Nee. 5 Euro? Mhm. Okay, der kostet 150 Euro. Und das ist ein Parfums de Mali, der ist der Pegasus. Ah, kenne ich gar nicht. Ja, okay, aber riecht echt gut. Hast du schon mal den Layton gehört? Der ist von der... Ich kenne mich da nicht so gut aus. Gar kein Thema. Ja, heftiges Ergebnis. Hättest du damit gerechnet? Nee, tatsächlich nicht. Wobei mein persönlicher Favorit auch der Sadly ist. Aber ich mag auch den Pegasus total, weil ich den extrem attraktiv an einem Mann finde. Und von daher spannende Sache. Also war ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen mal wieder. Und was war dein Favorit? Also mein Favorit war der Pegasus gewesen. Weil ich finde, von den vier Düften hat er irgendwie am besten gerochen und ich finde auch so am uniquesten, also so am einzigartigsten. Mhm. Und deswegen hätte ich gedacht, dass der gewinnt, dass er auch vielleicht bei den Frauen gut ankam. Aber ja, zeigt natürlich wieder, Geschmäcker sind verschieden. Und dass der neue Persus natürlich so abkackt, ist halt kein guter Duft. Nee. Ne? Die Leute, die mögen den einfach nicht. War nicht so gut angekommen, nee. Ja. Was hättest du denn gedacht, welches Parfüm gewinnt? Schreib uns das mal gerne in die Kommentare. Und wenn du jetzt noch eine extrem spannende Straßenfrage sehen willst, dann schau gerne mal in dieses Video rein.